Auf der Wache erscheint der Arbeitskollege, dem wegen sexueller Belästigung der Vermissten gekündigt wurde. Wie war der Name? Martin Pesch. Martin Pesch. Ich glaube, der Kollege ist schon mit Ihnen vertraut. Mhm. Der kann gleich mit mir mitkommen. Kommen Sie mal. Okay, alles klar. Dankeschön. Herr Pesch, nehmen Sie sich einen Stuhl. Setzen Sie sich hin. Dankeschön. Okay, Herr Pesch, wir haben hier einen möglichen Entführungsfall. Und wir vermuten, dass Sie was damit zu tun haben. Somit sind Sie für uns erstmal ein Beschuldigter. Wir ermitteln in diese Richtung. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum wir das machen. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, dass Sie nicht sagen müssen, womit Sie sich selber belasten würden oder Ihre Angehörigen. Das ist erstmal Angaben zu Ihrer Person, haben Sie schon mal so weit gemacht. Herr Pesch, die Frau Yolanda Marx, ist Ihnen der Name bekannt? Ja, eine alte Arbeitskollegin. Alt, weil Sie da nicht mehr wahrscheinlich arbeiten, oder? Ja, ich habe gekündigt. Sie haben gekündigt. Genau. Sie haben gekündigt. Ja. Sie wurden nicht gekündigt. Nein. Also nach unseren Informationen wurden Sie aus Ihrer Arbeit gekündigt. Und zweitens liegt uns diese Nachricht, Sprachnachricht, nicht vor. Ich kriege dich, du Schlampe. Warum haben Sie diese Sprachnachricht an Ihre ehemalige, wie Sie sagen, alte Kollegin geschickt? Ja, das war aus einem Affekt raus. Die hat mich halt aufgeregt und habe ich halt dementsprechend lieber das gesendet, weil im Moment, ja, da war ich einfach nur stinkig. Was ist da vorgefallen? Ja, ich habe ihr einfach nur Kompliment gemacht und mittlerweile ist es ja so, dass man in unserer Gesellschaft den Frauen gar keine Komplimente machen kann, weil es dann eine sexuelle Belästigung dementsprechend hinausläuft und... Das ist nicht so ganz richtig, ne? Natürlich kommt es immer erstmal drauf an, wie derjenige wie Sie sagen, ein Kompliment aufnimmt, ne? Aber es gibt Komplimente und es gibt Komplimente, ne? Wahrscheinlich haben Sie hier über die Stränge gezogen. Ne? Wahrscheinlich war das mehr als ein Kompliment. Und wahrscheinlich war das etwas, was die Dame hier, sag ich mal, wo sie sich belästigt gefühlt hat. Weil sie geht nicht einfach so zum Arbeitgeber und sagt ihm, dass sie belästigt wird. Aber jetzt mal bei der Sache zu bleiben. Wir haben es hier mit einer Entführung zu tun. Ich glaube, Ihnen ist nicht bewusst, dass da eine sehr, sehr, sehr lange Freiheitsstrafe drauf ausgeschrieben ist. Tommy, ich habe jetzt die DNA abgeglichen, die von dem Blut mit den beiden Bürsten von Frau Yolanda Marx und von Herrn Torben Marx. Und die DNA passt definitiv nicht zu der von Frau Yolanda Marx, sondern die ist definitiv von Herrn Torben Marx. Alles klar, danke. Jedes Blutes. Ne? Alles klar, vielen Dank. Okay, Sie bleiben kurz mal hier, ja? Wie gesagt, wir gucken jetzt mal. Und Dirk. Es gibt Neuigkeiten, ich muss dir da jetzt reinkrätschen. Ja, alles klar. Also das Blut in der Wohnung, das stammt definitiv von Herrn Marx. Von dem Wohnungsinhaber, von dem Ehemann? Richtig, genau so ist das. Das heißt, er hat uns angelogen, beziehungsweise die Kollegen vor Ort. Sind die noch vor Ort? Nee, ich glaube nicht mehr. Dann lasse ich sofort eine Fahndung nach ihm raus. Ja? Vielleicht, das muss er uns ja wohl mal erklären. Auf jeden Fall. Ja, alles klar. Wenig später meldet sich der Kollege aus der kriminaltechnischen Untersuchung mit der Auswertung des Handys, welches im Haus der Familie Marx gefunden wurde. Alles, was ich jetzt gefunden habe, ist das hier. Und zwar einmal die Nachricht, das Versteck habe ich für uns gefunden. Mhm. Eine halbe Telefonnummer und eine Adresse Weidenweg 87 in Köln. Also das könnte das Versteck sein, das Weidenweg 87 in Köln. Das Smartphone gehörte einem Nils Schmidt. Mhm. Was? Nils Schmidt? Nils Schmidt. Nils Schmidt ist wohl der neue Freund von unserer vermissten Yolanda. Das hat zumindest die Schwester gesagt. Die sagte, die hätte wohl sowas mal erwähnt, dass sie einen neuen Bekannten hat mit Namen Nils Schmidt. Bekannter Freund? Ja, das wusste sie auch nicht. Genau, das konnte sie nicht sagen. Auf jeden Fall engerer Kontakt mittlerweile. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die beiden Männer sich in die Quere gekommen sind. Ach, du meinst, weil das Handy in der Wohnung lag, die Blutspuren? Ja, gut, die Blutspuren waren natürlich von dem Ehemann. Dann hat der schön einen eingepackt, eingeschenkt kriegt. Was ist denn mit der Adresse? Genau, ist das alles gewesen oder kommt da noch was? Der Weidenweg 87, dazu war noch ein Foto zu finden von einer Gartenlaube. Mhm. Vielleicht ist das der Weidenweg 87, ich bin mir aber nicht sicher. Willst du mal eine Streife da hinschicken, dass die sich die Örtlichkeit mal angucken? Möglicherweise ist ja entweder die Yolanda da oder unser Schmidt. Ja, ja. Genau. Vielleicht ist der Anna auf dem Weg dahin auch der. Du mir einen Gefallen, schick das den Kollegen auf Diensthandy. Das kannst du ja machen, ne? Ja, von hier aus. Alles klar, das mache ich. Okay, und wir informieren die Kollegen, ja? Ja. Tobias Hübner und Stefan Sindera erreichen die Adresse, an der sich das ominöse Versteck befinden soll. Hat der Ehemann jemanden engagiert, um seine Frau zu entführen? Ist so, ne? Ja, das ist so, definitiv. Hast du irgendwas? Nee.
Aber guck mal, eins ist doch klar. Der Tom Marx hat uns ja damit definitiv angelogen. Ja, der war auf jeden Fall vorher zu Hause. Und es ist... Es war sein Blut? Sein Blut. Was ist das hier für eine Karre? Die Frage ist nur, in welcher Beziehung steht er zu diesem Schmidt? Meinst du, das ist sein Komplize? Wenn ich sowas sehe, ne, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ne? Ja gut, im Kleingarten nicht unbedingt, ne, aber in dem Zusammenhang jetzt schon. Wenn ich, wenn ich eine Person verschwinden lassen will, wo vergrabe ich die? Arnold für den 1536. Arnold hört. Mit einem ein Kennzeichen für dich. Einmal einen Halter, bitte. Ja. Köln-Trennung, Julius Heinrich, 6392. Grüner Kleinwagen. Ja, habe ich mit. Ist gemeldet auf Tom Marx. Ja, ist verstanden. Stefan, hast du es mit? Du hast auf den Marx gemeldet, aber. Vorne in der Fahrgastzelle ist nichts weiter, ne? Der hat jemanden gefesselt. Aber die Frage ist, wenn der Spaten noch hier ist, hat da schon jemand vergraben? Oder kommt er hier nochmal zurück? So, lass mal weiter. Ja, das ist es. Jetzt mal von drinnen an, ne? Kommen Sie da sind. Die Situation ist natürlich jetzt höchst brenzlig. Weil wir haben sowohl das Problem, dass wir jetzt eine zeitliche Dringlichkeit haben, allerdings wird er mit den Kabelbindern, die wir gerade gefunden haben, auch nicht seine Porzellangartenzwerge gefangen halten. Vielleicht ist Lies die Frau schon irgendwo vergraben, wir wissen es nicht. Aber eins ist zum jetzigen Zeitpunkt klar, dieser Torben Marx, der muss den Nils Schmidt irgendwo kennen, sonst wäre sein Fahrzeug gar nicht hier. Kann ich mal irgendwas erkennen? Ist hier auf, ne? Ja, es scheint leer zu sein. Stefan? Ja? Glaubst du nicht? Ich glaub dir alles. Ja, schick eingedeckt hier. Ein Dinner for two. Hast du das gerade draußen gesehen? Hier auf dem Weg ran sind überall Blutspuren. Kannst du gleich noch mal angucken. Ja, hier ist alles leer, hier ist keine. Die Frage ist nur, führen die Blutspuren hier rein? Oder führen die Blutspuren hier raus? Ja, auf jeden Fall sollen wir dem mal nachgehen. Das ist noch nicht eingedeckt hier alles. Das hätten sie uns beide hier erwartet. Guck mal hier. Mein Retter. Mein Retter? Das ist, dieser Nils Schmidt. Das ist dieser Nils, ne? Und sie? Mein Retter. Ja, die Frage ist, ist das echt oder ist das vielleicht ein Fake? Keine Ahnung. Aber wir sollen erstmal den Blutspuren nachgehen, ne? Aber wenn das ihr Retter ist, was macht sie denn hier? Was macht der Torben hier? Eifersuchtsdrama? Scheiße. Ja, lass uns mal gucken. Genau. Tatsächlich bin ich dran vorbeigelatschen. Hier, das sind die Blutspuren, die ich meinte. Ne? Und guck mal, wenn die nicht hier reinführen, führen die weg. Führen die raus, ne? Guck, wo es lang geht hier. Hier, guck mal, dann machen wir das schön wie Hänsel und Gretel. Den Brotkrumen folgen, sagst du? Richtig. So, hier fallen die beiden, die werden nicht freiwillig mitgegangen. Komm her, hier liegt einer. Du Scheiße. Hey. Was passiert? Geh da lang. Was passiert? Ist es ein Schuss? Dann oder? Ist da die Messer. Messer. Arnold für den 1536. Wir haben den Nils Schmidt mit einer stark blutenden Stichverletzung im Bauchraum vorgefunden. Das bedeutet natürlich für ihn, dass alleroberste Eile geboten ist und wir natürlich einen RTW hierher beordert haben. Aber es bedeutet natürlich auch für uns auf der Suche nach der Yolanda Marx erhöhte Eigensicherung. Messer sind unheimlich gefährlich, gerade auf kurzer Distanz. Während sich die Rettungssanitäter um den verletzten Geliebten kümmern, machen sich Stefan Sindera und Tobias Hübner auf die Suche nach dem gewalttätigen Ehemann. Herr Marx, nehmen Sie das Messer auf den Boden. Legen Sie weg! Herr Marx, nehmen Sie das Messer runter! Messer weg, Herr Marx! Machen Sie nicht unglücklich! Legen Sie das Messer auf den Boden! Sie liebt mich! Messer weg, jetzt! Verpiss dich! Scheiße! Ich liebe Sie und Sie liebt mich! Schweine, verpiss euch! Scheiß Bullen, ne! Wir haben uns hier vor Ort gefragt, wie der Torben Marx auf diese Örtlichkeit gekommen ist. Er hat aus dem
Handy, was wir im Haus vorgefunden hatten, aus dem zerstörten Handy, bevor er es selbst zerstört hatte, nämlich dieselbe Nachricht gelesen, die wir auch an der Wache sichten konnten und somit den Aufenthaltsort seiner Frau erfahren. Ich bin da, einen Moment. Ist alles gut, ich helfe Ihnen. Ich bin da. Ist alles gut, ja? Ich mache ihm mal das ganz vorsichtig ab. Haben Sie Nils, meinen Freund, gefunden? Er hat ihn abgestochen. Er lebt. Rettungskräfte kümmern sich gerade um ihn. Was ist passiert? Wie sind Sie überhaupt in die Lage hier gekommen? Ich wollte mich von meinem Nochmann trennen. Er hat uns überwältigt und dann sind wir geflüchtet und wir dachten, hier findet uns niemand. Also ich und Nils. Was heißt denn, er hat sie überwältigt? Also wir sind auf dem Kenntnisstand, dass schon seit längerer Zeit bei Ihnen im Hause nicht so ganz stimmt. Gibt es da häusliche Gewalt? Und das war der Grund, warum Sie sich trennen wollten. Und heute war dieser Tag. Ja. Wir haben da einen Koffer gefunden, das heißt, Sie wollten zu Ihrem Freund Nils ziehen. Seit wann erleben Sie denn dieses Martyrium? Ich weiß nicht, ein paar Wochen, Monate. Ich war so schlimm wie heute, was nie hatte, noch nie. Er hatte ein Messer dabei. Ich weiß nicht, zu was er fähig ist. Der wäre, glaube ich, zu allem fähig gewesen. Wieso haben Sie sich denn nie mal, wenn das schon häufiger vorgekommen ist, mal an die Polizei gewandt? Sie haben sich Ihrer Schwester anvertraut, das wissen wir. Die sitzt bei uns auf der Wache. Aber warum sind Sie nicht mal zu uns gekommen? Wir hätten Ihnen wirklich geholfen. Fälle von häuslicher Gewalt gibt es immer wieder. Und das hier ist natürlich die stärkste Ausprägung der Gewalt, die man sich so vorstellen kann. Er hat den Nils Schmidt einem Messer angestochen. Also wir reden hier schon vom versuchten Totschlag. Was wird er dann mit seiner Frau vorhaben? Sicherlich nicht sie irgendwo im Wald an einem Baum fest und dort zurücklassen, sondern auch das Messer zum Einsatz bringen. Den Spaten, den wir im Auto aufgefunden haben, der spricht seine eigene Geschichte. Der Ex-Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, Verdacht auf versuchten Mord und Freiheitsberaubung verantworten. Er wurde umgehend festgenommen. Der neue Freund der 34-Jährigen hat die Messerattacke überlebt. Die beiden leben mittlerweile zusammen.